Hey Leute, jawohl, ich grüße euch ganz herzlich hier zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker, jawohl. Im letzten Part haben wir die Insel Tantopia nochmal näher erkundet, haben Bekanntschaft mit dem Deku-Baum und den kleinen Krogwesen hier gemacht, die man ja auch in Breath of the Wild wieder eingebaut hat, die man da halt alle finden muss, so 900 Stück meines, sodass ihr jetzt auch wisst, wo die Krogs ursprünglich herkommen. Ja, und wenn ich ehrlich bin, sieht dieser Baum, habe ich es auch im letzten Part gesagt, von außen als auch von innen so ein bisschen aus wie der große Baum aus Skyward Sword, nur mit dem einzigen Unterschied, dass der halt keine Krone hat. Ja, ansonsten sind wir im letzten Part so ein bisschen, wie ihr ja wisst, hin und her geirrt, hatten keine richtige Struktur. Jetzt weiß es aber, wie das Ganze geht. Und ja, es war da ziemlich doof. In Wirklichkeit brauchen wir diesen Wirbelsturm hier, weil der uns keinen Schaden anrichtet, könnte man ja auf den ersten Blick denken, sondern uns einfach in die Luft katapultiert. Also das ist sowas wie eine, ich meine, in der, man sagt da ja auch Thermik zu in der, so in der Luftfahrt. Aber ich möchte nicht mit dir reden, sondern es möchte in den, ich möchte in, ja klar, der sagt das Ganze nochmal, aber wir möchten ja, wir wollen uns von diesem Wind hoch katapultieren lassen. Sehr schön. So. Ich hoffe, die Magie reißt noch aus. Ah. Ja, shit, da hätten wir den Wind besser umdrehen müssen. Ja, schade. Scheiß drauf. Ach Mann, kriegen wir jetzt ein Herz dafür verloren? Naja, ein Viertel, das macht ja jetzt überhaupt nichts aus. Das ist ja jetzt doch. Können wir ja noch verkraften. So. Jetzt aber nochmal den Wind ändern, habe ich ganz vergessen. Und wir wollen, dass der Wind in die Richtung weht. Sehr schön. So, jetzt müsste es aber passen. So, wartet, bis der Sturm kommt. Ja, manchmal muss man mit den Crocs tatsächlich reden. Dann weiß man viel, was zu machen ist. So. Alles klar. Ah, guck mal, jetzt geht das doch schon viel schneller und besser. Ja. Und es sieht so aus, als hätten wir den Eingang geschafft. So. Aha. Kann man euch nicht abschießen? Ah. Du hast eine Goldfeder gefunden. Sie wird in der Beuteltasche aufbewahrt. Also können wir die von diesen Items klauen. Ja, das ist ja cool. Alles klar. Aber ich glaube, dass die uns leer Erbe lästigen. Also denke ich mal, ist es eine ganz gute Idee, wenn wir mal den Tempel betreten. Verbotener Hain. Willkommen im nächsten Dungeon. Danach würde es aber sehr gerne auch weiterhin noch ein paar Sidequests, vor allem auf dieser Insel machen. Vor allem glaube ich nicht, haben eine leere Flasche irgendwo? Ich guck gerade mal. Ja, haben wir. Ah, shit. Ha. Ja, es muss ja noch meinen Satz irgendwie zu Ende bringen können. Ich glaube nicht, dass wir schon alle Sidequests gemacht haben, die wir bis jetzt machen konnten, weil wir haben jetzt erstmal zwei Stück gemacht auf, sag schon, auf Portemonnaie, aber ich werde mich da, wie gesagt, nochmal informieren und wie gesagt, wenn wir halt den Tempel gemacht haben, dann werden, denke ich, noch mehr Sidequests freigeschaltet und dann können wir die auch entsprechend machen. Ja, aber jetzt ist erstmal Dungeon Time angesagt. So, ihr kommt mir viel zu häufig vor. So, und warum? Jetzt nimm doch die scheiß Flasche raus. So. Ist endlich mal Ruhe eingekehrt. Na komm schon. Ah, die kannst du das einsammeln. Na gut, alles klar. So, was hätten wir hier drin? Oh, sogar eine leuchtende Truhe. Und das ist
Hey, die Labyrinthkarte. Cool, sehr schön. Ja, die könnt ihr leider jetzt nicht sofort sehen, aber es kann sie sehen. Und es ist ein Dungeon mit 5 Stockwerken. Ja, das klingt viel, aber ich glaube, wir kriegen das so nach und nach hin. So, alles klar. Na komm her. Meine Fresse nochmal. So, sehr schön. Gut. Aufheben. Was soll das denn jetzt hier? Könnt ihr nicht mal Ruhe geben hier? Mann, jetzt ist mal gut. So. Ah. Nee. Du wächst mal wieder nach, ne? Habe ich so das Gefühl. Aber irgendwie muss man es doch besiegen können, oder nicht? Und zack. Ja, sehr schön. Ah, und guckt euch das an. Dieses Zeichen müsste euch bekannt vorkommen. Das ist nämlich einfach der Kokiri-Smaragd aus Ocarina of Time. Genau das gleiche Symbol, wie man den auch im Waldschrein von Twilight Princess übrigens findet. Das finde ich eigentlich echt cool. Oha, so, hier geht es jetzt aber, glaube ich, Ristis zur Sache. Ja, ich würde mal fast sagen, dass wir uns mal unten umsehen. Und, oh shit, das sind ja gar keine. Alter, nee. Junge, Digga. Nee. Alter, das. Ich muss gerade selbst so ein bisschen die Orientierung hier finden, ne? Aber das scheinen auf jeden Fall keine normalen. Das scheinen auf jeden Fall nicht diese Pflanzen zu sein, mit denen man sich hochkatapultieren kann. Dieses hat und das hat. Ja, diese Pflanzen scheinen auf keinen Fall welche zu sein, mit denen man sich hochkatapultieren kann. Wobei ich glaube, diese schon. Und ich sag mal ganz ehrlich, so ein bisschen hat das so ein Feeling wie ein Majora's Mask. Weil da, wenn man es dann nämlich in einen Deku verwandelt, dann gibt es ja auch diese blumenartigen Teile, wo man es als Deku reinstellen kann, dann wird man einfach in die Luft katapultiert und kann dann fliegen. Also es ist so ein ganz ähnliches Motiv, was man hier so eingebaut hat. So. Also. Oh Mann. Jetzt sterbt einfach mal. So. Können wir das irgendwie angreifen? Vielleicht mit dem Teil. Ja. Ja, fast. Ja. Ich glaube, das macht nicht viel aus. Oder vielleicht. Nee. Das bringt, glaube ich, auch meines Erachtens nicht viel. Gut, dann denke ich mal, ist es eine ganz gute Idee, wenn wir uns einfach mal wieder nach oben bewegen. So, jetzt muss es nur die Orientierung finden, wo wir eigentlich hin müssen. Genau hier hin. So, dann werden wir hier hingeschleudert, können da hoch. So, wir müssen nur auf diese Schwänze Acht geben, dass die uns nicht zum Verhängnis werden. So, jetzt die Frage, wohin geht es jetzt? Ich glaube fast in diese Richtung. So, okay, alles klar. Oha, Digga. Das geht hier schon Ristis zur Sache. Aber ich finde es auf der anderen Seite echt cool, muss ich sagen. Das hat auf jeden Fall was. So, okay. Alles klar. Und dahin. Sehr schön. Wow.
Aber das Kanon ist. Wow! Ah, jetzt verstehe ich. Alles. Nein! Alter! Link, was machst du denn? Ey, du Vollpfosten! Meine Güte nochmal. Aber das andere Coole an diesen Katapultpflanzen ist einfach, dass sie die Magie auffüllt, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Und das ist doch zumindest etwas, wovon man profitieren kann. So. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. So. Du kommst dahin und explodierst. Sehr schön. Aber was ist da oben denn noch? Naja, werden wir schon. Ich gehe mal auf die Karte zurück, damit es so ein bisschen mal gucken kann, wo es hier eigentlich lang geht. Das scheint schon wieder im nächsten Stockwerk irgendwas zu sein. Also glaube ich mal, ist eine bessere Idee, wenn wir mal hier durchgehen. So. Alles klar, da geht es einfach mal nach unten. Und was haben wir hier? Aha, so eine. Ah, verstehe. So eine Gondel, die wir irgendwie hierher transportieren müssen. Ah ja. Ja, guckt euch das an. Ist das nicht geil? So. Wow, jetzt geht's zur Sache. Wir befinden uns 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Na, ja. Was machst du denn? Na gut, wollen wir es bei dem mal probieren? Jawohl. Sehr schön. Puh. Ein riskanter Ritt, aber wir haben ihn überlebt. Sehr nice. So. Hier geht's mal wieder ordentlich zur Sache. Die Dinger können wir ohnehin noch nicht besiegen. Also bringt das, glaube ich, jetzt nicht so viel. Aber, wow, wow, wow. Aufgepasst, hier wimmelt es von Gegnern ohne Ende. Ah, und du wirst zu so einer Pflanze, das ist schön. So, und du auch. So. Mann, warum kann man euch nicht besiegen? Meine Fresse, ich will endlich das Dungeon-Item haben. Kann man mit euch wirklich mehr anfangen? So, wir gucken jetzt erstmal, was hier eigentlich zu finden ist. So, okay. Hoch mit dir. Sehr schön. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, schon wieder. So könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen, verdammte Hacke. So. Ach so. Also so kann man die besiegen. Okay. Sagt es doch mal einer gleich. So. Aber jetzt erstmal die Gondel hierher. Sehr schön. So. Du verschwindest, mein Freund. Dankeschön. Aber. Ah ja. Sehr schön. Rockfässer, vielen Dank. Das geht ganz schön zur Sache hier, aber ich weiß, was zu tun ist. So, denn wir müssen dieses Teil. Och Mann! Ey, Junge, lass mich in Ruhe! So, da haben wir das. Meine Fresse nochmal. So.
Ach du Scheiße, wie schnell lassen die sich bewegen? Nee. So, wir müssen die von hier werfen. Ach nee, wir müssen sie nicht werfen. Ich weiß. Wir müssen mit denen einfach rauf. Aber wir müssen die irgendwie ablegen. Und jetzt so. Sehr schön. Okay. Und werfen. Sehr schön. Und rüber. Ach, sag bloß. Sind die jetzt kaputt gegangen oder was? Das kann doch nicht sein. Ja, jetzt kommt mal her. Also wirklich. Jetzt ist aber mal langsam gut hier. So, und diese Idioten sollen es mal endlich einfach in Ruhe lassen. Ja, die nerven mich schon den ganzen Scheiß Tag lang. Alter, ich verstehe nicht, warum Wind Waker so eine abgefuckte Steuerung hat. Also die in Breath of the Wild gefällt mir wirklich viel besser. Irgendwie komme ich mit der nicht klar. So. So. Und du? So. Sehr schön. Na endlich. Das hat jetzt aber ganz schön lang gedauert, wenn ich ehrlich bin. So. Wow. Alles klar. Aber wie können wir die denn besiegen? Was muss man hier machen? Ach so. Klar. Jetzt verstehe ich. Ja, ich merke, der Krogfresser bekommt hier immer mehr Bedeutung. So, okay. Und. Och Mann. Ja, klar. Mann, es braucht mal langsam wieder Energie, sonst sind wir hier am Arsch. Ey, Digga, das hat hier echt kein Ende, ne? Aber wir brauchen auf der anderen Seite mal Truhen oder Herzen, irgendwas, was uns mal heilen kann. Weil wir sind schon sehr knapp dran. Ja, Magie bringt jetzt nicht sehr viel. Danke für das Angebot, aber. Irgendwas kommt mir hier komisch vor, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl. Wir bräuchten mal den Kompass irgendwie. Das wäre mal ganz gut. Aber irgendwie weiß ich es nicht so wirklich. Können wir da rauf? Ja, aber irgendwie geht es da noch weiter runter. Das sieht man ja sofort. Aber keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Das kommt mir alles irgendwie ein bisschen schleierhaft vor. Auf der anderen Seite wird es ja schon irgendwie einen Weg geben. Na gut, wir werden erstmal mal hier hin. So, rein mit dir. Und dann mal schauen. Ach ja, klar. Ich glaube, wir müssen erstmal hier hoch.
Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Dann machen wir das doch zuerst. Ach, sag bloß, wir müssen jetzt auf diesen Teilen hier balancieren. Oh, das wird ja noch eine heftige Angelegenheit hier. Aber gut. Okay. Hier brauchen wir ganz offensichtlich einen Schlüssel. Ach ja, guck mal an, Rubine. Sehr schön. Die können wir doch erstmal einsammeln. Gut, und gut ist. So, okay. Jetzt haben wir so die Qual der Wahl eigentlich. Ich finde es so ein bisschen öde, dass hier kaum so Musik kommt. Das hätte vielleicht noch so ein bisschen mehr für Spannung gesorgt, wenn die so ein bisschen, noch ein bisschen heftiger wäre. Aber naja, man kann denn das alles im Leben haben. Das ist ja, sollte klar sein. So, jetzt ist nur die Frage, wie wir das vernünftig, ja, klar. Alter, schlangenartige Dinger hier. So, aber ich würde sagen, dass wir erst einmal gucken, was hier ist. So, unglaublich lange Gänge immer. Wow. Okay. Gut. Wow. Na. Ist klar. Ja, jetzt haben wir und sehr schön. Ah, jetzt weiß. Och Mann, der nervt. So, kommt her. Und euch noch. Sehr schön. Oha, einen ein gelber Rubin. So. Ja, das kann man mal gebrauchen, ne? So, aber in welche Richtung geht es jetzt eigentlich? Wir brauchen mal dringend Herzen. Wieso sind hier keine Herzen zu finden? Leute, wir brauchen Herzen. Schnell. Sonst sind wir gefickt. Aber es hat ein ungutes Gefühl. Och, jetzt kommt doch mal her. Man gibt mir mal ein paar Herzen. Es hat nur noch dreiviertel Stück. Das ist zu wenig. So, und was ist hier? Ja, klar. Herz, Herz. Nimm. Ja, okay. Oh Mann. Herz, sehr schön. Mann, jetzt komm mal endlich weg, okay. Alter Schwede, geht das hier zur Sache? Ist das heftig hier? Okay. Och Mann. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, vielleicht können wir mal die Bombe hier hinlegen und gucken, was passiert. Ja, sehr schön. Oh, und da haben wir wieder eine leuchtende Truhe. Das kann bedeuten, dass wir da den Kompass kriegen. Hey, schön. Jetzt wissen wir, wo es Truhen zu finden gibt. Und damit wissen wir auch, dass in die. Oha, wir haben aber noch ganz schön viele Truhen, die wir finden müssen. Die werden wir uns aber alle schnappen. Das ist kein Problem. Dafür gibt es ja die Karte und den Kompass. So, alles klar. Gott, Junge, ist das krass. Überall kommen diese Teile raus, ne? Aber auf der anderen Seite hat dieser Dungeon schon irgendwas Gutes, finde ich. Herz! Endlich kriegen wir mal weitere Herzen. Jetzt haben wir wieder volle. Sp Jetzt haben wir sogar wieder alle. Das ist schön. So.
Oh mein Gott. Ja, auf der anderen Seite stellt sich halt die Frage, wie. Ach ja, okay. Frage ist es nur, wie wir denn diese Wand hier zerstören können. Ich meine, werfen könnten wir ja mal, aber da kommt nichts weiter raus als ein bisschen Magie. Das bringt uns jetzt auch nichts weiter. Die Frage ist, wie wir daran kommen. Können wir nicht mit der Bombe theoretisch nee, das geht so weit nicht. Aber auf der An so kommen wir hier vielleicht irgendwie durch? Nee. Kommen wir nicht. Das ist ja blöd. Aber wir brauchen die Bombe, damit wir dahin kommen, das ist klar. Ach, wisst ihr was? Kann man die vielleicht nicht einfach zerstören? Nee. Die sind auf jeden Fall bombenresistent. Das passt mir so gar nicht. Ach, ja, ach nee, jetzt verstehe ich es. Ja, ich glaube, ich hab's. Wir müssen einfach versuchen, die da richtig hinzuwerfen. Aber dazu müssen wir natürlich auch richtiges Timing haben. So, heb auf. Na komm. Nee, so wird das alles nichts. Und los! Och Mann. Sonst hängen wir hier in der Klemme oder was? Wie weit kann man die denn überhaupt werfen? Das ist vielleicht mal so die erste Frage. So. Ja, die kann man nicht besonders weit werfen, aber probieren könnte man es. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Idee, wie wir diese Stelle hier lösen können. Weil wenn diese blöde Bombe nicht in der Lage ist, einfach mal darüber zu gehen, dann habe ich auch keine Idee, wie wir das lösen können. Im schlimmsten Fall müsste es halt mal in der Lösung nachgucken, ne? Aber es muss doch irgendeine verdammte Möglichkeit geben, daran zu kommen. Aber wie können wir das anstellen? Ich habe da so keine Ahnung. Aber naja, wie dem auch sei. Ja, dann würde es an der Stelle doch einfach mal sagen, haben wir das für diesen Part erstmal geschafft. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll. Ich werde bis zum nächsten Mal informieren, wie das geht. Und dann werden wir entsprechend auch mit dem Lösungsansatz weitermachen. Ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich auf jeden Fall. Dann seid ihr mal gut dran. Ich freue mich auch auf euch. Ihr freut euch hoffentlich auch auf mich. Und dann werden wir gucken, was wir in diesem Dungeon so alles noch beim nächsten Mal machen können. Ja, dann sage ich an der Stelle, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und ciao.